Das wahrscheinlich interessanteste Aspekt in diesem Coming-of-Age-Film war für mich eine gewisse Hassliebe zu den Sachen, die uns gegeben sind, zu den Sachen, die wir nicht aussuchen können. Das ist einmal der Name, der uns die Eltern geben, das auch die Eltern selbst, die Familie, das ist die kleine Heimat, die Heimatstadt, das ist das Milieu, in dem man aufgewachsen ist, das ist auch die Religion, in der man sozialisiert wird, die man sich nicht aussucht. Und ich hatte das Gefühl, der Film reißt das interessante Thema an, aber arbeitet das nicht so wirklich aus, beziehungsweise der Film macht das zu einem gewissen Coming-of-Age-Schema, in dem der sagt, gut, man wird erwachsen, indem man alle Sachen, die man zu hassen pflegte, jetzt akzeptiert, mitsamt dem guten alten Katholizismus und gut findet. Wie war dein Gefühl Also, dabei? ich finde zunächst einmal diesen Gedanken, dass wir das, was uns gegeben ist, mit dem wir determiniert wurden, sozialisiert wurden, dass da immer so ein Kampf besteht. Das ist ein ganz natürliches Motiv und du spielst ja hier auch auf die Hassliebe zwischen Lady Bird und ihrer Mutter an. Und ich glaube auch, das ist der spannendste Punkt in diesem Film, dieses Verhältnis. Wenn wir uns auf dieses Verhältnis konzentrieren, dann haben wir ja auch ein, ich würde behaupten, auch fortschrittliches Verhältnis, auch ein Verhältnis, was die Frauenrollen, die Frauenfiguren angehen, weil ich musste da ein bisschen an einen deutlich älteren Film denken von King Vidor, Stella Dallas. Und dort haben wir eine Mutter, die für ihre Tochter alles tut, die ihre Tochter so weit liebt, dass sie sie sogar in eine höhere, in eine bessere High Society Klasse entlässt. Und am Ende wird sie dann vor der Hochzeitskapelle stehen. Sie darf nicht mit rein. Sie ist draußen vor dem Gitter und schaut zu, wie ihre Tochter heiratet. Das heißt, wir haben die komplette Aufopferung der Mutter für ihre Tochter, damit die Tochter das bessere Leben haben kann. Und das ist ja ein wirklich problematisches Frauenbild, was dort in den 30er Jahren gezeichnet wird. Und dieser Film wurde auch dadurch oftmals problematisiert und auch kritisiert, auch aus feministischer Perspektive. Und wenn man das jetzt so als eine Blaupause dem neuen, also Lady Bird, zugrunde legt, dann hat sich da eindeutig etwas verändert. Wir haben da eine Mutter, die selbst einen Kampf damit führt, dass sie irgendwie das Gefühl hat, dass ihre Tochter nicht das Beste aus sich herausholt oder sich irgendwie gehen lässt oder nicht weiß, was sie eigentlich machen möchte. Und dann wiederum die Tochter, die dieses ewige Unverständnis ihrer Mutter irgendwie nicht nachvollziehen kann. Und man kann in der Tat darüber streiten, ob dieser Film mehr tut, als diesen einen Satz von dem Vater quasi zum Mantra zu machen, nämlich ihr seid zwei sehr starke Persönlichkeiten. Das könnte man dem Film dann vorwerfen. Aber prinzipiell würde ich sagen, dass in dieser Beziehungskonstellation etwas durchaus Fortschrittliches vorhanden ist, weil die Tochter sowie die Mutter auch beide grundlegend erst einmal ernst genommen werden. Wobei ich zugeben muss, dass man in der Tat sagen könnte, dass der Fokus dann, das ist selbstverständlich auch der autobiografischen Vorlage geschuldet, das soll jetzt nicht negativ heißen, dass man sich natürlich mehr auf Lady Bird fokussieren wird und dann weniger auf die Mutter. Aber grundlegend ist dieser Konflikt spannend, auch zeitgeschichtlich und auch filmgeschichtlich. Ja, die Lady Bird ist natürlich im Fokus. Die anderen Figuren sind eher Instrumente, um ihr Coming of Age zu zeigen. Kleine Enttäuschungen, größere Enttäuschungen. Und naja, wenn der Vater den Job verliert, dann kriegt der Sohn diesen Job. Und alles ist irgendwie auch wieder gut. Wir haben das Happy Ende. Ja, also Instrument ist ein bisschen sehr harsch. Man kann darüber streiten, ob diese Figuren auch teilweise ein bisschen klischeehaft gezeichnet werden. Ich spreche hier ganz explizit von dem ersten Freund von ihr, der sich nicht nur als guter Katholik entpuppt, sondern auch als homosexuell. Und man kann wirklich auch hier ansetzen und sich fragen, ob da ein Subjektivismus zu Trage kommt, weil nämlich diese Geschichte, die ist ja im Kern wirklich dramatisch, dieser Sohn. Muss sich irgendwann, dieser junge Mann muss sich irgendwann outen und das vor seiner wohl sehr streng religiösen katholischen Familie. Das wird eigentlich irgendwann ausgegrenzt. Du hast auch schon angespielt, der Vater, der an Depressionen leidet und entweder Burnout hat oder auf jeden Fall keinen Job bekommt, also der Arbeitsmarkt keinen Platz mehr für ihn hat. Auch dieser Konflikt wird eher ausgelagert und das ist auch das, was ich dann als subjektivistisch
betrachten würde, weil natürlich Lady Bird einzig im Vordergrund steht. Natürlich kann man jetzt sagen, Greta Gerwig als Regisseurin interessiert sich halt natürlich für Lady Bird. Vielleicht soll es auch sie selbst darstellen, ihre eigene Verarbeitung. Aber die Frage ist, ob ein Film, der dann doch Nuancen eines Sozialdramas besitzt, nicht die Position einnehmen könnte, in der man dann doch sich von sich selbst emanzipiert oder eine gewisse Reflexion einsetzt. Weil der Film hat ja diese Nuancen. Es ist ja eigentlich ein Sozialdrama. Der Film ist verortet 2002. Das heißt, er befindet sich einerseits zwischen dem 11. September von 2001. Das wird auch mehrmals angesprochen. Das heißt auch, sie hat vielleicht den Platz in New York nur erhalten, weil sich da mittlerweile nicht mehr so viele bewerben. Und wir haben auf der anderen Seite die Anspielung auf die Koalition der Willigen, also auf den Irakkrieg 2003. Das sehen wir teilweise in den Fernsehaufnahmen, die sie so ein bisschen teilnahmslos verfolgt. Das heißt, auch hier haben wir ein klares politisches Setting, 2001, 2003, also wirklich eine innen- und außenpolitisch aufreibende und gewichtige Veränderung in Amerika. Das heißt, das ist nicht irgendwie apolitisch, das wird auch nicht ausgegrenzt und auch nicht ausgeklammert. Und selbst die Immobilienblasenkrise von 2007, 2008 ist in diesem Film gewissermaßen unterlegt. Weil was ist irgendwie der Traum von Lady Bird, die ganze Zeit in einem sehr, sehr schönen, großen, wohlständigen Haus zu leben? Sie spaßt mit ihrer Freundin darüber, dass sie ihren ersten Freund eigentlich nur deswegen heiraten möchte, damit sie dann irgendwann das Haus erben kann. Sie wird dann, um endlich aufzusteigen in der Klasse, sich mit einer Clique anfreunden, die ihr eindeutig nicht gut tut. Aber auch dort wird sie vorgaukeln, in einer teuren Wohnung zu sein. Und am Ende dann, wenn recht viel zusammenfällt und wir nochmal einen Moment haben, in der die Mutter und ihre Tochter noch einmal zusammenkommen, was machen die dann in ihrer Freizeit, um sich aufzumuntern? Sie schauen sich leere Immobilien an, um davon zu träumen, in einer solchen zu wohnen. Das heißt, dieses Sozialdrama ist eigentlich ein Sozialdrama, in der irgendwie die Wünsche, fast schon leere Träume einer proletarischen Familie dargestellt werden, die sich etwas mehr erhoffen, etwas Größeres, etwas Besseres. Und das natürlich in einer kapitalistischen Ordnung, nämlich ein größeres und schöneres Haus. Und das heißt also, dieser Film besitzt diese soziale Spannung. Und man hat auch das Gefühl, dass die Mutter in ihren Dialogen auch immer wieder so ein bisschen fast schon marxistische Dialektik verhandelt, wenn sie davon spricht, dass gewisse Dinge nur Reichen vorbehalten sind, als wäre das Bewusstsein der Reichen auch das, was... Diese harte Trennung. Man darf entweder reich sein, reich geboren werden oder arm geboren werden. Und dann kann man diese Klasse nicht mehr verlassen. Das heißt, das ist in diesem Film impliziert, das ist in diesem Film vorhanden. Am Ende aber kümmert man sich nicht wirklich darum. Am Ende dann zählt dann doch das Subjekt. Und das darf man, wenn man sich darauf fokussiert und sagt, mich interessiert die Figur von Lady Bird, sicherlich auch gutheißen. Aber dadurch, dass dieser Rand, der gesellschaftskritische Rand vorhanden ist, dürfte man dem Film dürfte man von dem Film erwarten, dass er irgendwie dies mit einbekommt. Und am Ende hatte ich das Gefühl, dass er dann doch weniger Sozialdrama sein möchte als Heimatfilm. Denn die Stadt, in der sie wohnt, Sacramento, ist ja eigentlich ihre große Liebe. Das sagt auch eine ihrer Lehrerin zu ihr. Und wenn sie dann am Ende aus New York nach Hause telefoniert und auf den Anrufbeantworter spricht, wird sie auch sagen, die letzte Fahrt mit dem Auto durch Sacramento, das war ja erhaben gewissermaßen, das war ja schön. Good old Sacramento in diesem Sinne. Das heißt also, in der Hinsicht ist er konservativ. Also natürlich möchte die Generation Y sich geografisch, lokal verändern, ausbrechen aus dieser Tristesse des Heimatstaates und ins große, schöne New York kommen. Und auch dort wird sie dann recht schnell auf die Schnauze fallen. Aber ihr hilft dann die Heimat und der Glaube, wenn sie natürlich dann erstmal in die Kirche geht, um sich wieder so zu fühlen wie eventuell damals in Sacramento. Das hat dann etwas Nostalgisches, etwas Verklärendes und es stellt nicht mal die Fragen danach, was eigentlich die Mitmenschen, die ja ihr auch unter die Arme gegriffen haben, die ihr geholfen haben, der Vater vor allem, was die eigentlich jetzt machen. Das fällt dann hinten runter. Das heißt, der Vorwurf von der Mutter an ihre Tochter, sie wäre egoistisch, zählt oder gilt auch in gewisser Hinsicht auch für den Film.